Diese SBC kam etwas unerwartet, aber Jonas Hector hat sich natürlich absolut eine End-of-an-Era-Karte verdient. Gerade für Köln-Fans ist diese SBC ein absoluter Win. Wie immer gibt es jetzt den kurzen und knackigen Faktencheck. Wie immer zunächst zur Karte. Jonas Hector spielt, wie ihr wisst, für den FC Köln in der Bundesliga. Nice ist schon mal seine Position, denn er kann nicht nur LV und LAV spielen, sondern in der Zentrale auch 6er und 8er. Das ist auf jeden Fall schon mal richtig nice, um ihn einfacher einbauen zu können. Dazu hat er 4-4, was für einen eher defensiven völlig in Ordnung ist, ist 1,85 Meter groß, Arbeitsraten hoch mittel. Die Werte sehen eigentlich überall richtig gut aus, insgesamt ist er halt sehr ausgeglichen. Das Tempo ist mit 90 völlig in Ordnung, für einen LV könnte das vielleicht ein bisschen höher sein. Bei den Schusswerten ist vor allem die Schusskraft richtig gut, der Abschluss nicht mehr ganz so nice, muss man sagen. Dafür sind die Passsets völlig solide, beim Dribbeln ist die Beweglichkeit nicht so gut und die Balance auch nicht, der Rest ist dafür stark. Ansonsten hat Hector sehr gute Defense-Werte und auch die Physis ist echt stark. Beim Chemistry Style würde ich mit dem Anker gehen, so kann man auch das Tempo noch ein bisschen verbessern. Ich finde Hector kann man so als Außenverteidiger, aber auch auf jeden Fall als Sechser zocken. Wie sieht's aus mit Link-Möglichkeiten? Von Köln gibt's eigentlich keine guten Karten, vielleicht was für ein Fun-Team, aber nichts, außer man jetzt noch wirklich zocken will. Aber es gibt zahlreiche gute deutsche Karten und auch deutsche aus der Bundesliga. Hier wird sich auf jeden Fall was finden, um Hector in ein Team einzubauen. Allzu schwer sollte das nicht sein. Abgeben muss man hier nur ein Team und zwar mit einer 84er Gesamtbewertung und 2,85ern. Das kostet sogar unter 50.000, also ziemlich wenig. Wie sieht's aus mit ähnlichen Karten? Vor einer gewissen Zeit kam auch schon Guerrero als Tots-SBC raus. Der war damals schon eine Ecke teurer, aber nicht unbedingt besser. Der kann ja auch LV und ZM spielen. Dann ein anderer deutscher ZM aus der Bundesliga ist Emre Can Fantasy für 50.000. Der sieht auch echt stark aus für den Preis, ist aber vielleicht nur ein bisschen schwächer. Und wenn man jetzt Hector nur als 6er sieht, finde ich es auch die letzte Rodri-SBC noch ein bisschen ähnlich für über 120.000. Vielleicht kann Hector hier in Teilen nicht ganz mithalten, kostet aber auch nur weniger als die Hälfte. Übrigens kann man Hector allein schon wegen dem Rating fast mitnehmen, andere 92er kosten aktuell ca. 40.000. Noch kurz zur Community-Meinung, Footbin und Discord sind hier ziemlich ausgeglichen, beide Richtungen machen. Ich denke viele finden Hector einfach an sich cool und die SBC ist ja auch saugünstig, also da kann man eigentlich echt nicht meckern. Sollte man Hector also mitnehmen oder eher nicht? An sich ist Hector ja schon mal ein richtig cooler Typ, der sich diese Karte absolut verdient hat. Ich finde es auch cool, dass EA End-of-an-Era-Karten verteilt an Spieler, die jetzt vielleicht nicht so mega bekannt sind. Dazu sieht die Karte halt auch echt gut aus. Hector hat 4 Sterne, 4 Sterne, gute Position. Man kann den vielseitig einsetzen und die Werte sind auch richtig gut. Dazu ist er halt echt ziemlich günstig zu haben. Der könnte auf jeden Fall Spaß machen, vielleicht auch so in Richtung Fun-Teams oder auch in einem richtigen Team. Wir würden auf jeden Fall mit dem Machen gehen. Wie siehst du das? Hast du die Karte schon abgeschlossen? Schreib das gerne rein und wir sehen uns beim nächsten Video.